Hallo und guten Abend, ihr Lieben. Es ist wieder soweit. Wir sind live hier in der Nourished-Gruppe. Genau. Heute ist das Thema Rohkost-Ausreden. Ich habe es jetzt einfach mal Ausreden genannt. Man könnte es auch Bedenken nennen oder Sorge oder Beschwerden, wie auch immer, weil viele Leute wollen ja wirklich zur Rohkost. Also sie wollen ja sich roh ernähren, aber haben dann eben immer wieder diese Bedenken, diese Sorgen, diese. Manche haben auch wirklich nur Ausreden und wollen es gar nicht wirklich. Deswegen, ich habe es jetzt mal Ausreden genannt, weil ich, wie ihr wahrscheinlich wisst, immer der Meinung bin, es gibt immer eine Lösung, es gibt immer eine Möglichkeit. Jeder kann das machen, der das möchte. Und die, die halt diese Ausreden finden oder immer wieder, ja, vorbringen, die wollen es nicht wirklich, meiner Meinung nach. Die wollen es nicht wirklich. Und wenn man es wirklich will, dann habe ich heute die Antworten auf diese Bedenken, weil wenn ihr es wollt, dann sind diese Ausreden keine Ausreden, dann sind es Bedenken, die sind auch völlig nachvollziehbar. Also man kann Bedenken haben, man darf Sorgen haben am Anfang, aber es ist halt wichtig, dass man diese aus dem Weg räumt und dann hundertprozentig überzeugt davon ist, was man tut, denn nur dann werdet ihr Erfolg haben. Egal wie gesund ihr euch ernährt, wenn ihr selbst daran Zweifel habt, wird es niemals funktionieren. Ihr könnt die gesündeste Ernährung verfolgen und wenn ihr aber nicht davon wirklich überzeugt seid und für euch das alles Sinn macht und ihr wirklich damit im Einklang seid, im Klaren seid, dass das für euch die beste Möglichkeit ist, dann wird es nicht funktionieren. Und deshalb, genau, ganz wichtig, dass man diese Bedenken eben aus dem Weg räumt. Und wenn ihr jetzt wirklich das wollt, dann hoffe ich, dass es heute hilft und dass ihr wirklich seht, es ist möglich in jeder Situation. Und wenn ihr es noch nicht wirklich wollt, dann hoffe ich, dass ich diese Ausreden heute ein für alle Mal verbannen kann. Gut, dann starten wir gleich ohne viel um den heißen Brei zu reden. Die erste Ausrede, beziehungsweise das erste große Thema, was vielen Sorge bereitet, ist, dass die Rohkost viel zu teuer ist. Und klar, man kann das denken, wenn man jetzt schaut, was kosten Früchte, was kosten Ananas, tropische Früchte und so weiter. Die sind im Vergleich zu Reis, getrockneten Erzeugnissen, Nudeln, Haferflocken und sowas, sind die natürlich teurer, das ist ganz klar. Aber, jetzt kommt das große Aber, es muss nicht teurer sein. Denn wenn man sich mal anschaut, was so ein Otto-Normalverbraucher am Tag für Essen ausgibt, die gehen beim Frühstück jetzt schon los, dann gehen die meisten zum Bäcker oder holen sich unterwegs zur Arbeit irgendwo einen Kaffee. Und das alleine kann schon teurer sein wie eine ganze große sättigende Rohkostmahlzeit. Und dann muss man auch immer betrachten, wie ernähre ich mich roh? Ernähre ich mich nur von Durian und Jackfruit und Papaya und Flugmangos, so wie ich? Oder schaue ich halt, dass ich regionale Sachen esse, wie Karotten, Äpfel, zur Jahreszeit, wenn es gibt, Mandarinen, Orangen jetzt im Winter, dann, wenn im Frühling die Beerensaison kommt, dass ich dann Erdbeeren vermehrt esse, Spargel, immer das, was halt gerade im Angebot ist. Und dann ist es auch viel günstiger. Also das ist schon mal der erste große Tipp. Saisonal essen. Das ist so ein Geldersparnis, das ist unglaublich. Statt wenn ihr im Winter irgendwie Erdbeeren kauft. Ganz klar, wisst ihr auch. Das ist der erste Tipp, um Geld zu sparen. Saisonal essen. Dann wirklich auf Regionalität setzen. Wie gesagt, ich übertreibe es halt gerne, ja. Ich habe gerne mal eine Durian, ich habe gerne mal eine Jackfruit. Ich finde auch, dass es so einfach nochmal ganz anders sättigt, ganz anders nährt. Man spürt wirklich diese Nährstoffe in den tropischen Früchten, die einen nochmal anders nähren, wie wenn man jetzt Supermarktobst isst. Aber wenn man sich eben auf die regionalen Dinge konzentriert, wie Karotten und so weiter, da sind die Nährstoffe natürlich auch gut vorhanden, wie jetzt bei so überzüchteten, was weiß ich was, billigen Obstsorten. Aber das ist auf jeden Fall der zweite Tipp: regional essen, einheimisches Obst verwenden. Das ist immer günstiger und nährt euch auch wirklich gut. Dann muss man betrachten, wie viel brauche ich und wie kann ich das irgendwie besser organisieren. Also wenn man jetzt weiß, okay, ich esse jeden Tag zum Mittagessen einen Smoothie, da sind mindestens 4 bis 5 Bananen drin, dann kann ich ja schauen, okay, ist es vielleicht sinnvoller, wenn ich irgendwie eine große Kiste auf einmal kaufe und die dann wirklich, ja, auch ordentlich lager. Man muss halt gucken, dass man immer unreife Bananen zu Hause hat. Mittelreife und sehr reife und dann kann man das so abarbeiten, die Reifen immer essen und bis ihr dann die Reifen gegessen habt, sind die anderen wieder am Nachreifen und so muss man halt diesen Flow immer aufrechterhalten. Und da könnt ihr auch gerne eine ganze Kiste kaufen oder zwei und das ist halt günstiger, wie wenn ihr die einzelnen Bananen kauft. Und so gilt das für alles. Ihr könnt wirklich schauen, dass ihr beim Großhändler, beim Großmarkt einkaufen geht, wenn da irgendwie die Möglichkeit besteht und die besteht immer, wenn man möchte.
Oder ihr geht wirklich tatsächlich in den normalen Supermarkt und sagt, hey, was würdet ihr mir anbieten, wenn ich zum Beispiel jede Woche eine Kiste Bananen euch abnehme? Und ich wette, die sind offen und machen euch ein Angebot. Oder man sagt, geht in den Supermarkt, ich würde gern jeden, ihr könnt auch einen Tag ausmachen, jeden Donnerstag hole ich eine Kiste Sellerie hier ab. Und dann machen die euch garantiert einen guten Preis. Und da kann man auch mit Ständen, Marktständen mit den Besitzern sprechen. Wenn die genau wissen, ihr werdet Stammkunde und ihr kommt auch wirklich einmal in der Woche und holt diese Kiste ab, dann machen die das mit euch für einen günstigen Preis. Und so kann man halt auch Qualität sichern, weil die Marktstände oder Großhändler haben oftmals bessere Sachen wie jetzt irgendwie im Netto oder Aldi. Und genau, so könnt ihr wirklich nochmal gut sparen. Das ist der nächste Tipp. Und dann wäre noch mein Tipp, dass man wirklich auch mal guckt, wo gebe ich überhaupt in anderen Lebenssituationen jetzt nicht nichts, was mit der Ernährung zu tun hat, noch Geld aus? Weil, ganz ehrlich, die meisten geben sehr, sehr viel Geld aus für Dinge, die man, wenn man mal ehrlich ist, nicht braucht. Brauchen wir jede Woche neue Kleidung? Brauchen wir ständig neue Schuhe? Brauchen wir die Pediküre, die Maniküre? Müssen wir fünfmal im Monat zum Friseur rennen? Brauchen wir das neueste Auto, den größten Bildschirm zu Hause, das neueste Handy, bla bla bla? Nein, im Grunde brauchen wir das alles nicht. Was ist denn wirklich das Wichtigste? Das muss man sich dann überlegen. Weil wenn deine Gesundheit nicht an erster Stelle steht, dann bringt dir das ganze große Auto nichts, dann bringt dir der ganze Kleiderschrank, den du besitzt, nichts, dann bringen dir die besten, teuersten Schuhe nichts, die teuerste Tasche von Louis Vuitton bringt dir alles nichts, wenn deine Gesundheit nicht stimmt. Wenn deine Gesundheit nicht an erster Stelle steht, dann ist alles andere sinnlos, machtlos, egal. Das ist dann wirklich, wirklich zweitrangig. Und wenn man das mal so richtig erfahren hat, dass man richtig krass krank ist, eine krasse Diagnose erfährt, was jetzt auch gerade in meiner Familie passiert ist, jemand wurde diagnostiziert mit Krebs und auf einmal war alles egal. Also das war wie so ein Schlag ins Gesicht, dann spürt man erstmal wieder, wie eigentlich alles andere sowas von keinen Wert hat, außer die Gesundheit. Und dann, wenn diese Person jetzt gerade eben wirklich um ihr Leben kämpfen muss, dann ist wirklich alles andere ist lächerlich. Also eine Lachplatte, da macht man sich dann überhaupt gar keine Sorgen mehr drüber, was für Schuhe man erträgt oder so Sachen. Das ist alles völlig egal. Deswegen würde ich sagen, setzt euren Fokus anders. Also wenn ihr denkt, Rohkost ist zu teuer oder generell vegane Ernährung, pflanzliche Ernährung ist zu teuer, dann ja, geht da lieber noch mal ein bisschen tiefer, denkt da noch mal nach, was eure Gesundheit wirklich wert ist. Weil wie gesagt, ihr habt nur die eine und wenn die weg ist, ist sie weg. Gut, dann kommen wir zum zweiten Punkt. Rohkosternährung ist viel zu kalt, vor allem im Winter. Viele sagen ja, okay, klar, im Sommer kann ich das super machen, da liebe ich es auch, viel Obst, viel Melone zu essen, diese kühlen Lebensmittel. Aber im Winter. Aber im Winter. Aber das ist kein Problem, denn dieser Trugschluss, dass Rohkost uns kühlt und warmes Essen uns wärmt, das stimmt überhaupt nicht. Also es stimmt zu einem gewissen Prozentsatz, würde ich mal sagen, weil klar, wir fühlen uns erstmal ein bisschen mehr aufgewärmt, wenn wir jetzt zum Beispiel eine warme Suppe essen. Das ist ganz klar. Oder wenn wir einen warmen Tee trinken. Im Vergleich, wenn wir jetzt eine kalte Melone essen. Aber im Körper funktioniert es echt ein bisschen anders, weil der Körper kann nur Nahrungsmittel verdauen, die Körpertemperatur haben. Und wenn wir jetzt sehr kaltes essen, dann muss er das erst auf Körpertemperatur wieder erwärmen, dass es verdaut werden kann. Und im Gegensatz, wenn wir sehr warme Nahrung zu uns nehmen, heißes Essen, dann muss er das auch erst runterkühlen, um verdaut werden zu können, also um das Essen zu verdauen. Und somit macht es nicht wirklich Sinn, ganz, ganz warmes, heißes Essen zu essen, weil dann hat der Körper wirklich auch wieder viel Energieverlust, weil er das herunterkühlen muss. Und diese Energie, die ist dann wieder weggenommen vom Kälte-Wärme-Haushalt. Da ist dann wieder keine Balance. Also ihr könnt wirklich auch das beobachten. Bei mir war das früher richtig krass. Nach dem Essen, ich habe immer gefroren wie verrückt. Also nach meinem gekochten Essen. Und jetzt mit der Rohkost habe ich das nicht mehr so sehr. Weil meine ganze Energie ist dann in die Verdauung gegangen. Und noch dazu kommt ja, dass gekochtes Essen viel schwerer verdaulich ist als Rohkost. Und dann muss der Körper wirklich die ganze Energie aufbringen, muss sie in die Verdauung stecken und dann bleibt die eben für andere Stoffwechselprozesse, für euer Kälte-Wärme-Haushalt nicht mehr übrig. Und dann habt ihr da schon mal einen Energieverlust, was dann wieder wirklich zu Kältegefühl, zum Frieren kommen kann, führen kann. Und das ist halt, wie gesagt, deshalb schon
ein Trugschluss, dass warmes Essen wärmt. Das ist im ersten Moment so, aber langfristig betrachtet werdet ihr mehr frieren. Und ihr werdet es auch erleben, wenn ihr lange Zeit Rohkost esst, dass euer Kreislauf, euer Wärmegefühl immer besser wird. Klar, im ganz, ganz tiefen Winter, wenn wir ausgesetzt sind der enormen Kälte, wenn es Minusgrade hat, das ist einfach für uns Menschen nicht das Optimale. Das ist nicht unsere normale Umgebung, in der wir uns wohlfühlen, in der wir florieren. Das ist einfach nicht natürlich. Und deswegen brauchen wir Heizungen, deswegen brauchen wir Kleidung, dicke Kleidung, Handschuhe, alles Mögliche. Und das ist halt dann die einzige, ja, Lösung. Ihr müsst euch warm anziehen, ihr müsst euch versuchen, warm zu halten. Das liegt auf der Hand, aber trotzdem, ja, checken es die meisten nicht und sind nicht warm genug angezogen. Also wie ich rumlaufe teilweise, es ist für viele unbegreiflich. Ihr seht es jetzt auch, es ist April, aber es hat heute Morgen 3 Grad. Ich habe hier meine Fellweste an. Es ist so, weil man muss sich warm halten. Alles andere bringt ja nichts. Der Körper braucht eine gewisse Temperatur. Und das bekommt ihr nicht mit gekochtem Essen hin, sondern wirklich mit einer gesunden, ausgewogenen, rohen Ernährung, wo ihr auch nährstoffreich versorgt seid. Ihr braucht die ganzen Nährstoffe auch, damit alles gut funktioniert. Und deshalb ist es wirklich nicht ratsam, nur gekochtes zu essen im Winter. Jetzt kommt der nächste Punkt. Es muss ja nicht immer eiskalt sein, ja? Also gekochtes Essen, ja, ist warm, aber Rohkost ist nicht immer kalt. Viele denken dann, Rohkost wäre immer eiskalt oder man müsste jeden Tag eiskalte Smoothies trinken oder eiskaltes Obst essen. Müsst ihr doch gar nicht. Wer sagt denn, dass Rohkost kalt ist? Ihr könnt ja die Rohkost erhitzen, leicht erwärmen, bis zu 42 Grad ist alles erlaubt. Ihr könnt eure Gerichte in den Dörrofen kurz stellen, um es anzuwärmen. Ihr könnt eure Salatschüssel zubereiten, kurz in den Ofen stellen, damit es einfach so eine leichte Wärme hat. Ihr könnt die Teller vorwärmen, ihr könnt sie in den Ofen stellen, bevor ihr das Essen drauf macht. Ihr könnt eure Melonen, wenn ihr habt, oder andere Früchte kurz auf die Heizung legen. Es gibt so viele Möglichkeiten, dass ihr kein eiskaltes Essen essen müsst. Und dazu gibt es sogar schon ein ganzes Video. Wir haben ja Rohkost im Winter schon besprochen. Geht gerne zu diesem Video zurück, könnt ihr nochmal die ganzen Details nachschauen. Aber es ist auf jeden Fall möglich und absolut produktiv und nicht kontraproduktiv, wie viele denken. Deshalb macht euch da keine Sorge. Rohkost im Winter ist optimal, wenn ihr es wirklich richtig angeht, keine eiskalten Sachen esst. Holt auch die Dinge, die ihr am Tag essen wollt, morgens schon aus dem Kühlschrank. Lasst die auf Zimmertemperatur aufwärmen und dann ist das alles kein Problem und zieht euch warm an. Das ist einfach das. Und dann gibt es auch noch warme Gewürze, wärmende Gewürze, die ihr verwenden könnt. Zimt, Ingwer, Kurkuma, Pfeffer, Chili. Solche Sachen und ihr könnt natürlich auch Tees trinken. Das ist alles hilfreich und hilft euch dabei, bei der Rohkost zu bleiben, auch im Winter. Gut, die nächste Ausrede, die nächste Beschwerde, das nächste Bedenken sind soziale Situationen. Und das ist natürlich für viele das, ja, die größte Herausforderung, denn man will ja immer allen gerecht werden, man will nicht so als Außenseiter dastehen, man will dazugehören. Und wenn man jetzt eben irgendwo eingeladen ist oder ins Restaurant geht, dann wird es halt schwierig für Rohköstler meistens. Aber auch das muss nicht sein. Ihr wisst auch schon, haben wir wahrscheinlich auch schon mehrmals besprochen. Ich glaube, da haben wir auch schon ein extra Video dazu gemacht. Rohkost in sozialen Situationen könnt ihr auch auf die Mitgliederplattform durchsuchen und ihr werdet es finden. Und da gibt es dann nochmal mehr Details. Aber heute kurz nochmal angesprochen, soziale Situation, es geht nicht ums Essen. Macht euch das im Kopf klar. Warum geht ihr zu solchen Events, Einladungen, Familienfeiern? Essen wird immer so zum Mittelpunkt gemacht, aber es geht doch in Wirklichkeit um die menschlichen Kontakte, um den Austausch, dass man seine Familie sieht, dass man seine Freunde sieht, dass man eventuell, wenn es ein Geschäftsessen ist oder irgendwas, wichtige Dinge bespricht. Darum geht es doch in Wirklichkeit. Aber wir machen immer so das Essen als Zentrum, als Mittelpunkt. Und da ist man dann so fixiert drauf, dass das zu Stress führen kann. Und wenn ihr euch aber nicht so sehr aufs Essen fokussiert und einfach denkt, okay, ich gehe jetzt dahin, um den und den zu sehen, um mich zu unterhalten, um eine schöne Erinnerung zu haben, einen schönen Tag zu haben, dann muss das Essen gar nicht immer so im Fokus stehen. Und wenn ich irgendwo hingehe zum Beispiel, dann weiß ich schon, wenn es nichts gibt, nehme ich mir entweder was mit oder ich esse mich vorher satt und esse einfach nichts. Das kommt auch vor, wenn halt wirklich alle Stricke reißen und es wirklich ein Restaurant ist, wo es nur Burger und Schnitzel gibt, dann ja, verzichte ich liebend gerne, weil was bringt's mir? Ich bin danach nicht froh, wenn ich irgendwas esse, was ich nicht will.
Ich mache das für meinen Körper, es ist meine Gesundheit und das hat keinen anderen zu interessieren. Und egal, was für Kommentare kommen, egal, wie ihr angesprochen werdet, was auch immer, es kann euch völlig egal sein. Da müsst ihr wirklich drüber hinwegkommen. Es kann euch völlig egal sein, was andere denken, was andere sagen, denn es ist ja euer Körper und die müssen danach nicht leiden. Die müssen danach nicht die negativen Auswirkungen fühlen. Ich meine, müssen sie auch, wenn sie den Mist essen. Aber ihnen macht es anscheinend nichts aus oder sie haben es noch nicht kapiert. Jedenfalls, wenn ihr es nicht möchtet, dann macht es nicht. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ihr solltet nichts tun, was gegen euren Wille ist, was gegen euren Körper arbeitet. Und das muss man sich bewusst machen. Es sind ganz viele mentale Dinge dabei. Das ist nicht so, dass man alles irgendwie mit irgendwelchen Strategien, mit Ernährungsplänen und so weiter auf einmal hinkriegt, sondern das meiste bei dieser Ernährungsform ist wirklich mental. Ihr müsst mental ganz, ganz, ganz stark umdenken. Ihr müsst Gewohnheiten durchbrechen. Und deswegen sind wir auch hier in der Gruppe, weil nur mit dem Support schafft ihr das, wenn ihr immer wieder euch an die gleichen Sachen erinnert, immer wieder euch mit Leuten austauscht, die das gleiche vorhaben, die gleiche Mission haben, das gleiche Ziel haben. Nur dann schafft man das. Bei mir ist es auch so, ich habe mir ein ganzes Netzwerk aufgebaut mit anderen, mit euch. Und ich finde, es ist so schön, dass man einfach sieht, okay, ich bin nicht alleine, es gibt noch andere Aliens auf diesem Planet Erde, die anders denken, die anders funktionieren und die das Ganze umsetzen. Und das ist so hilfreich für mich. Und ich wünschte mir, ich hätte das von Anfang an gehabt, hatte ich nicht. Und da hatte ich wirklich eine schwere Zeit. Wenn ich so eine Gruppe gehabt hätte wie jetzt unsere Gruppe, das wäre schon mal viel einfacher gewesen. Aber gab es damals irgendwie noch nicht so. Und genau, das ist auch nochmal ein großer Punkt. Schließt euch zusammen mit Menschen, die das Gleiche tun, und dann wisst ihr auch in solchen sozialen Situationen, okay, ich bin nicht allein, es gibt schon noch andere, die das machen, und es ist einfach das Wichtigste, mein Körper soll gesund sein. Und was ihr auch noch bedenken müsst, ist die Menschen, die das nicht irgendwie akzeptieren können oder euch als komisch darstellen oder Witze über euch machen oder blöde Kommentare abgeben, die Menschen sind einfach mit sich selbst nicht im Reinen, weil wenn Leute irgendwie blöde Kommentare ablassen, das hat meistens nie was mit euch zu tun, sondern immer mit der Person, die das Kommentar auslässt. Weil die haben entweder verstanden, dass ihr eigentlich auf dem richtigen Weg seid und sie können das für sich nur noch nicht umsetzen und fühlen sich dann schlecht. Und um sich wieder besser zu fühlen, müssen sie dann euch schlecht reden. So ist es, so läuft's. Deswegen, ihr braucht keine Gedanken spinnen, dass ihr die Schuldigen seid, dass ihr was falsch macht, dass ihr irgendwie euch schämen müsst. Nein, ihr macht alles richtig und die meisten Leute wissen das. Die wissen das im tiefsten Inneren, dass ihr auf dem richtigen Weg seid und fühlen sich dann dadurch schlecht. Aber das ist nicht euer Fehler. Es ist nicht euer Fehler, dass die sich schlecht fühlen. Es ist einfach denen ihre Sache, dass sie es noch nicht kapiert haben im Kopf und wie gesagt, ist nicht euer Ding. Das braucht ihr euch nicht interessieren. Braucht euch nicht interessieren. So. Jetzt aber zu den praktischen Tipps, wenn ihr diese Mentalität einmal verstanden habt und euer Mindset quasi dazu umgeswitcht habt, dann kommen die praktischen Tipps. Da könnt ihr natürlich im Restaurant vorher anrufen und sagen, hey, könnte ich einen Riesensalat haben, der so groß ist wie für eine ganze Familie? Könnte ich mein Obst selbst mitbringen? Kann ich mein Dressing selbst mitbringen? Was könnt ihr mir noch machen, was roh ist? Habt ihr eine Obstmahlzeit? Habt ihr Obstsalat auf dem Speisekarte, auf der Speisekarte, habt ihr dies, habt ihr das, kann man einfach fragen. Das Einfachste ist immer ein Salat, weil die meisten Restaurants bieten ja Salate an, nur eben lächerliche Lachplattensalate. Und wenn die aber die Zutaten da haben, grünes Blattgemüse, Tomaten, Gurken, die meisten Restaurants haben das ja da, auch wenn sie es nur als Beilage anbieten, dann sagt doch einfach, hey, ich hätte gern diese Zutaten, aber in massiven Mengen, in einer Riesenschüssel. Und dann bringt ihr euch euer eigenes Dressing mit, boom, batsch, das war's, da habt ihr die Mahlzeit. Easy. Und wenn das nicht reicht, wenn es halt immer noch zu klein ist, der Salat, meistens ist es immer noch zu klein, weil sie einfach nicht verstehen, die Menschen, wie viel wir essen müssen. Dann nehmt euch noch ein paar Datteln mit oder noch einen Apfel, ein paar Äpfel, sowas, ja. Und esst das noch vorher oder die Datteln nach dem Salat noch, geht auch. Also wenn ihr da nicht ganz satt werdet, das ist immer auch noch eine Option. Ich habe immer ein paar Datteln in der Tasche oder ein paar Coconut-Snacks. Genau. Also da gibt es auf jeden Fall Möglichkeiten, das ist gar kein Thema. Und wenn ihr, wie gesagt, anruft und die sagen, nee, können wir gar nicht machen, haben wir gar nicht da die Zutaten, ist nicht möglich für Rohköstler, irgendwas zu kreieren, dann gut, dann war es halt so, dann trinkt ihr halt nur was. Dann geht ihr entweder vorher ordentlich was essen, also macht euch zu Hause einen riesen Smoothie mit, was weiß ich, 7, 8 Bananen, damit ihr wirklich den ganzen Tag gesättigt seid. Und das war's, dann trinkt ihr was, trinkt ihr vielleicht einfach nur Wasser oder Tee. Funktioniert auch. Und wenn dann Leute dumm fragen, wie gesagt, stark sein, mental stark sein und dann auch
nicht auf alles drauf eingehen. Wenn dann viele sagen, ja, warum isst du jetzt nichts, kann man auch sagen, entweder ich habe schon gegessen oder hier gibt es nichts, was in meinen Ernährungsplan passt. Ich ernähre mich gerade nach einer gewissen Weise, weil ich meine Leber entlasten will. Ich fühle mich gut so und deswegen möchte ich nicht das und das essen, weil dann fühle ich mich schlecht oder ich vertrage das nicht. Wie auch immer, was ihr sagen wollt, ihr braucht da gar nicht so groß drauf eingehen. Einfach machen. Und die meisten Leute merken es noch nicht mal, ehrlich gesagt. Wenn es eine Riesentafel ist mit vielen Menschen und dann ist jeder so auf sein eigenes Essen fixiert, dass die gar nicht groß nachdenken, was du eigentlich machst. Also so habe ich es immer erlebt. Ob ich da jetzt sitze und was esse oder nicht, oder ob ich da jetzt einen Riesensalat esse oder nicht. Die meisten sind nur auf ihr eigenes Essen fixiert und im Nachhinein fragt da keiner mehr nach. Genau, also das ist auch auf jeden Fall immer irgendwie möglich. Immer. Deswegen, das ist keine Ausrede mehr. Und wenn ihr dazu noch Fragen habt zu den einzelnen Themen, zu den einzelnen Ausreden, dann fragt auch immer. Und wenn ihr dann noch andere Tipps braucht, wie die, die ich jetzt hier gerade gebe, wenn ihr noch andere Herausforderungen habt, die ich jetzt gerade nicht zufällig besprochen habe und erklärt habe und da Tipps gegeben habe, dann, wie gesagt, kommentiert, schreibt mich an, dann können wir das gerne noch klären. Nächste Ausrede bzw. nächstes Bedenken ist, ich werde zu dünn, wenn ich nur Rohkost esse. Und ja. Ich wünschte, es wäre so. Bei mir ist es nicht so. Also ich nehme überhaupt nicht mehr ab mit Rohkost. Null. Da müsste ich schon was richtig Krasses machen. Und der Grund ist, weil mein Körper effizient geworden ist. Richtig effizient. Ich kann aus meiner Rohkost, aus meinen rohen Obst- und Gemüsesorten, kann ich alle Nährstoffe sehr, sehr gut, adäquat für mich rausziehen und verwerten. Das ist es nämlich. Es gibt Menschen, die haben noch keinen sauberen Darm. Die meisten in der Tat haben ihr Verdauungstrakt noch nicht gereinigt. Generell noch nicht entgiftet und die haben sehr, sehr große Probleme mit der Rohkost auf ihre Nährstoffe zu kommen, weil der Darm einfach nicht in der Lage ist, die Nährstoffe zu absorbieren aus dem rohen Essen. Es ist nicht gewohnt, die ganzen Ballaststoffe und alles, das ganze Wasser, die ganzen Pflanzenstoffe, er kann sie nicht verwerten, weil eben noch so viel Dreck drin ist. Und wenn das bei euch der Fall ist, dann werden die meisten Leute erstmal schnell dünn, weil die essen und essen die Rohkost. Und der Darm kann aber nichts davon verwerten. Also euer Körper kann damit nichts anfangen. Das geht, wie es reingeht, geht es wieder raus. Und dann nimmt man halt ab, weil man auch die Kalorien nicht richtig aufnehmen kann aus dem Essen. Und dann ist es eben der richtige Zeitpunkt. Dann ist es an der Zeit, dass ihr wirklich in die Entgiftung reingeht, in den Darmaufbau, wie auch immer das dann für euch aussieht. Ob ihr dann Früchtekuren macht oder einfach mal fettfreie Phasen, die Rohkost immer langsam steigert oder ob ihr dann ganz klar, nach ein paar Wochen, ein paar Monaten vielleicht auch erst, wenn es für euch passt, in eine Saftkur reingeht. Wie auch immer, mal einen Tag fasten zwischendurch, wie auch immer das für euch individuell aussieht, da muss man ansetzen. Weil sonst werdet ihr niemals mit der Rohkost euch so fühlen vom Körpergewicht her, dass ihr auf einem normalen Niveau seid und dann werdet ihr zu diesen super dünnen Rohköstlern gehören, die keine Muskeln aufbauen können und wirklich nicht gesund aussehen, sagen wir es so. Und das wollen wir auch alle nicht. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass man da erstmal in die Entgiftung geht. Und da denken dann viele, oh, wenn ich schon so dünn bin und dann noch eine Saftkur, das geht ja nur nach hinten los. Nein, eben nicht. Ihr müsst einmal entgiften, damit ihr danach in der Lage seid, wieder Nährstoffe, Kalorien, alles aus den Lebensmitteln ordentlich zu absorbieren. Und dann wird es funktionieren. Glaubt mir. Deswegen habe ich hier auch die Saftkur als Protokoll in der Gruppe, als ganz großen Punkt festgenagelt, weil für die meisten ist es einfach nötig. Man muss einmal den Dreck aus dem Darm kriegen. Vorher ist es schwierig mit der Rohkost. Ist einfach schwierig, weil unser Körper es nicht mehr gewohnt ist. Genau, so viel dazu. Also ihr werdet nicht zu dünn werden, wenn ihr entgiftet habt und euer Darm clean ist. Und dann kommt es natürlich dazu, ihr müsst natürlich auch genug essen. Also wenn die meisten Leute so gewohnt sind, zum Frühstück essen sie zum Beispiel ein Ei mit einer Scheibe Toastbrot. Das ist vom Volumen her so wenig, das passt auf so einen kleinen Teller. Und wenn ihr jetzt denkt, ihr könnt die gleiche Menge an Rohkost essen, dann ist es ein Apfel und vielleicht noch eine Orange. Und das ist halt nicht mal annähernd genug, um auf den Kalorienenergiebedarf zu kommen. Auch wenn es vom Volumen her das gleiche ist. Die meisten Leute essen dann anfangs einfach das gleiche vom Volumen her. Und von den Kalorien ist es dann vielleicht mal 50%, nicht mal. Also richtig wenig und so geht's halt nicht. So geht's nicht, ne? Das müssen wir auch verstehen. Verstehen die meisten, die hier in der Gruppe sind. Aber wenn das eben die Bedenke ist, dann
müsst ihr halt genug essen. Und das ist auch ein Prozess. Man kann nicht von heute auf morgen so viele Ballaststoffe verwerten. Man muss langsam, langsam steigern. Am Anfang können dann noch Smoothies helfen, weil die schon mal vorverdaut sind, quasi durch das Mixen. Säfte können helfen. Und man kann in einen Smoothie auch wirklich viel Essen reinpacken, was man sonst so im Ganzen nicht schaffen würde, wenn manche vielleicht nicht 5 Bananen auf einmal schaffen, was jetzt für mich wirklich nicht viel ist. Aber dann schaffen sie es vielleicht, wenn sie es in einem Smoothie verarbeiten. So. Genau, das wären noch so die Tipps, also Entgiftung und genug essen. Genug Kalorien zu sich nehmen. Genau. So, dann die nächste Ausrede wäre, ich verpasse ja alles, man lebt nur einmal. Das ist dieses FOMO, Fear of Missing Out. Diesen Satz höre ich auch so oft, gell? Also, ob es jetzt bei Instagram ist oder im wahren Leben, sogar aus der Familie, wenn wir irgendwo sind. Ja, Lena, leb doch mal ein bisschen. Du lebst doch nur einmal. Jetzt genieß doch auch mal. Ich genieße mehr als ihr, ihr Lieben, denke ich mir dann. Das ist halt einfach auch so eine Sache, das ist in den menschlichen Köpfen noch nicht verankert, was eigentlich Genuss ist, was es heißt, das Leben zu genießen. Für mich heißt es, das Leben zu genießen, dass ich gesund bin, dass ich nicht ständig mit irgendwelchen Symptomen zu kämpfen habe, dass ich nach dem Essen mich nicht schlapp und müde und abgeschlagen fühle und Bauchschmerzen habe und Blähungen den ganzen Tag und Verdauungsprobleme und Kopfschmerzen und Migräneattacken und die Diagnose hier und die Diagnose da und Schnupfen ständig, wenn Erkältungszeit ist und dies und das. Jeder Mensch hat diesen ganzen normalen Probleme, diese normalen Symptome, die heute schon wirklich als normal bezeichnet werden, was auch immer normal ist, aber die Menschen denken, es gehört einfach zum Leben, dass man ständig an irgendwelchen Symptomen leidet. Und das ist für mich eben kein Leben. Und wenn man dann sagt, ja, jetzt leb doch mal, dann würde ich die ganze Frage einmal umstellen und sagen, ja, wie lebst du denn mit deinen ganzen Symptomen und Kram, was du immer hast und hier und da, Verdauungsbeschwerden, dies und das. Also da könnt ihr wirklich dann auch die ganze Frage mal umstellen und sagen, hey, findest du nicht, dass mein Leben ein bisschen genussvoller ist wie deins, wenn ich gar keine Beschwerden habe und so weiter? Also da muss man auch einfach schauen, was ist denn wirkliche Lebensqualität? Und für die meisten würden, denke ich, zustimmen, dass Lebensqualität ist, wenn man gesund ist, wenn man vital ist, wenn man den Dingen nachgehen kann im Leben, die man tun möchte, wenn man nicht ständig darauf angewiesen ist, von irgendwelchen Essensmahlzeiten abhängig zu sein, weil man wirklich eine Sucht entwickelt hat, wenn man frei ist von Essenssüchten, wenn man frei ist davon, Alkohol zu trinken, weil man irgendeine Sucht entwickelt hat, wenn man frei davon ist zu rauchen. Wenn man diese ganzen Dinge einmal abgelegt hat oder erst gar nicht angefangen hat, das ist wahre Freiheit und dann könnt ihr das wirklich genießen, das Leben. So, das muss man sich klar machen, es ist genau andersrum, wie die Leute euch immer erzählen. Wenn man keinen Alkohol trinkt, dann lebt man nicht. Wenn man das und das nicht isst, was kein nicht mal Essen ist, wenn ihr kein Pizza mal esst, wenn ihr kein Stück Kuchen esst, was nicht mal Essen ist, da ist nichts drin, was irgendwie menschliches Essen ist. Also, was soll der Mist? Das ist Quatsch, das ist totaler Quatsch. Ihr lebt am besten, wenn ihr die Ernährung verfolgt, die für den Menschen geeignet ist. Und dann geht es euch am besten. Und dann habt ihr das beste Leben. Befreit von allem. Befreit von allem Leid, befreit von allen Zivilisationskrankheiten und so weiter. Ihr wisst, was ich meine, ihr versteht es. Und da ganz wichtig auch wieder Mindset. Absolut komische Aussage. Es stimmt nicht. Wir leben viel, viel besser. Wir genießen das Leben viel, viel besser, wie alle Menschen, die täglich Junkfood essen, Alkohol trinken, rauchen und so weiter. Also da müsst ihr euch wirklich überlegen, was ist Lebensqualität? Und da bin ich ganz sicher, würden die meisten mit einstimmen. Okay, nächste Ausrede. Ich brauche viel Proteine, sagen vor allem Sportler, weil ich viel Sport mache, ich brauche die Proteine. Und mit Rohkost würde ich da niemals auf meinen Proteinbedarf kommen. Aber das haben wir auch schon in einem extra Video Proteine besprochen. Es geht nicht darum, komplette Proteine zu sich zu nehmen. In der Tat ist es eher kontraproduktiv, weil der Körper kann mit ganzen Proteinen nichts anfangen. Er muss sie erst in die einzelnen Aminosäuren aufspalten, um sie verwerten zu können, um daraus Nutzen ziehen zu können, sie weiterverarbeiten zu können, Strukturgewebe daraus aufbauen zu können und so weiter. Deswegen, es macht keinen Sinn, wenn ihr immer denkt, Protein, Protein, Protein. Ihr solltet das Ganze umdrehen und solltet schon denken, ich brauche die einzelnen Aminosäuren. Und dann
kann der Körper aus den einzelnen Aminosäuren sich Proteine selbst zusammenbauen. Das ist ein ganz toller Vergleich mit einem Haus, das man bauen möchte. Wenn man jetzt ein neues Haus baut, dann geht das viel schneller mit neuen Bausteinen, wie wenn man jetzt ein altes Haus hat und das irgendwie erst umbauen muss, das erst die alten Wände abreißen muss und dann versucht, aus diesen alten abgerissenen Wänden wieder neue Wände aufzubauen. Das ist viel zu kompliziert. Viel schneller geht es, wenn man einfach ein neues Haus hinbaut. Und so ist es im Körper. Wenn ihr einfach also Aminosäuren aus der Ernährung bekommt, dann kann euer Körper daraus frische Proteine selbst herstellen. Und das ist die effizienteste Art, um an Protein zu kommen. Die schnellste Art, die einfachste Art, die am wenigsten Energie vom Körper fordert. Und das ist ganz wichtig immer in allem, was wir tun. Wir wollen am wenigsten Energie vom Körper verlangen, damit wir eben für uns, für unser Leben genug Energie, Vitalität zur Verfügung haben. Und alle anderen Stoffwechselprozesse, das sollte nicht so viel Arbeit erfordern. Es sollte einfach leicht und locker fließen. Deswegen ganz klar, beste Lösung, wenn ihr die Aminosäuren aus den pflanzlichen Lebensmitteln bekommt. Es gibt essentielle und nicht essentielle Aminosäuren. Und die essentiellen, die braucht der Körper wirklich aus der Nahrung. Und die nicht essentiellen, die kann er dann selbst aus den essentiellen, die wir ihm zuführen, bilden. Und jetzt keine Angst, essentielle Aminosäuren sind überall drin, überall drin. Und wenn ihr 10 Wochen nur Mangos esst, bekommt ihr trotzdem eure Aminosäuren. In Mangos sind Aminosäuren. In grünem Blattgemüse sind Aminosäuren. Es gibt kein Lebensmittel, wo keine Aminosäuren drin sind, es sei denn, ihr isoliert es, wie zum Beispiel 100% Fett, Öle oder 100% Kohlenhydrate, raffinierter Zucker. Da ist natürlich keine Aminosäure mehr drin. Aber das ist ja auch kein Essen und das sollten wir nicht konsumieren. Also, wenn ihr euch darauf konzentriert, ganze Lebensmittel, ganze pflanzliche Lebensmittel täglich zu essen, habt ihr alle essentiellen Aminosäuren, die ihr braucht. Weil alle essentiellen Aminosäuren sind in pflanzlichen Lebensmitteln enthalten. Daraus macht euer Körper Protein und ihr könnt es einwandfrei verwerten und müsst keine Bedenken haben. Gut, nächstes Thema. Ich habe immer Hunger mit der Rohkost. Das geht so ein bisschen in die Richtung, ich werde zu dünn, wie wir schon besprochen hatten. Ja, wenn du immer Hunger hast, dann ist es wahrscheinlich so, dass dein Körper noch nicht gereinigt genug ist, dass er alle Nährstoffe verwerten kann und dass er die Kalorien auch wirklich aufnehmen kann. Es kann sein, dass du isst und isst und isst, nur Rohkost isst, aber sehr, sehr viel isst und trotzdem immer das Hungergefühl hast. Und meistens ist es so, dass du dann einfach deine Nährstoffe nicht richtig decken kannst, weil, wie gesagt, der Darm eben noch nicht gesund ist. Und wenn der Darm dann aufgebaut wird, gereinigt wird, wieder in Schwung gebracht wird, dann wirst du auch wieder in der Lage sein, die ganzen Kalorien und Nährstoffe, Makronährstoffe, vor allem aber auch Mikronährstoffe zu absorbieren und dann wirst du auf einmal gesättigt dich fühlen. Also ganz klar, es kommt eigentlich bei allen Problemen, die man hat, es kommt immer wieder zurück auf die Darmgesundheit. Ob man jetzt zu dünn ist, ob man keine Muskeln aufbauen kann, ob man zu dick ist, ob man irgendwelche gesundheitlichen Probleme hat, Krankheiten hat, es kommt immer auf eine gesunde Darmflora zurück. Also auch in diesem Falle, wenn du dich immer hungrig fühlst, Darm angehen, wirklich. Darm reinigen, aufbauen und dann wirst du alles wieder absorbieren können, aufnehmen können und dann wird der Hunger weggehen, weil dann wirst du auch nicht nur gesättigt sein auf kalorischer Ebene, sondern auch auf der Nährstoffebene. Und wenn du dann immer noch Hunger hast, dann musst du gucken, ob es emotionaler Hunger ist, weil das kann auch sein, dass man irgendwie Traumata auflösen muss, dass man Essen mit gewissen Erinnerungen in Verbindung bringt und sich in schlechten Situationen durch Frustessen irgendwie beruhigen möchte, betäuben möchte. Das ist ganz oft auch der Fall. Aber wenn das nicht der Fall ist, dann bekommst du es ganz klar hin mit einer Darmreinigung und einem darauf folgenden Darmaufbau. Dann nächste Frage bzw. Ausrede. Cravings, also Heißhungerattacken. Genau, es ist so, ja, ich kann die Rohkost nicht durchführen, weil dann bekomme ich immer Heißhunger auf dies und das und das. Und es ist ja, man soll ja seinen Gelüsten auch nachgehen, man soll sich ja nicht immer nur so einschränken. Und genau, viele Menschen haben halt Probleme, irgendwie ihre Heißhungerattacken in den Griff zu kriegen, vor allem wenn sie mit der Rohkost starten. Dann kommen auf einmal Heißhungerattacken auf Kuchen, auf Muffins, auf Kekse, Schokolade. Es gibt zwar auch Rohkostschokolade, aber ihr wisst schon, was ich meine. Ich rede jetzt nicht über die gesunde Variante.
Genau, Sahnetorten, auch gekochtes können Cravings entstehen, deftige Fleischgerichte, Nudeln, was auch immer es sein mag. Verstehe ich, kann es geben, nicht selten in der Tat. Aber da müsst ihr auch wieder schauen, warum habe ich jetzt diese Heißhungerattacken? Es ist immer ein Signal vom Körper. Der Körper macht generell, der macht keine Fehler. Der zeigt euch immer die Signale, um euch irgendwas mitzuteilen. Wenn er sagt, okay, ich habe jetzt gerade Heißhunger, wenn ihr das spürt, dann hat es einen Sinn. Dann zeigt er das euch nicht umsonst, sondern es hat immer einen Sinn. Und dann müsst ihr halt verstehen, was der Körper versucht euch zu sagen. Das ist nicht immer einfach. Aber wenn man dann zum Beispiel Heißhunger auf Süßigkeiten hat, Kuchen, Kekse, sehr, sehr süßes, verarbeitetes Zeug, dann most likely, also, ups, ich rede oft Englisch zwischendurch, tut mir leid. Most likely, also, ich weiß gar nicht Deutsche. Tut mir leid. Höchstwahrscheinlich ist es dann so, dass ihr eben zu wenig Obst esst und da euch die Kalorien fehlen und dann euch auch die Kohlenhydrate fehlen, der gesunde Zucker, den ihr wirklich braucht, um Energie zu haben, der fehlt euch einfach, wenn ihr nicht genug Obst esst. Und da ganz wichtig zu schauen, okay, wie viel Obst habe ich denn heute gegessen über den Tag? Und dann gucken, okay, wie ist es, wenn ich die Menge anpasse? Wenn ich mehr Obst esse über den Tag verteilt, habe ich dann abends keinen Heißhunger mehr. Bei den meisten funktioniert es sehr, sehr gut bei meinen Kunden, wenn wir anschauen, wie viel sie essen über den Tag verteilt. Und dann gehen auf einmal am Abend, weil meistens bei den meisten kommen die Heißhungerattacken am Abend, weil sie am Tag über einfach nicht ihre Nährstoffe gedeckt haben. Makronährstoffe, Mikronährstoffe, was auch immer. Und da muss man wirklich dann schauen, woran kann es liegen? Wenn jetzt Leute sagen, sie haben Heißhunger auf Salziges, Chips am Abend. Sie brauchen ihre Packung Pringles am Abend, sonst drehen sie durch. Klar, da sind auch süchtig machende Stoffe drin, E-Nummern und alles Mögliche. Darüber sprechen wir schon mal gar nicht. Aber dann heißt es, wenn ihr eben wirklich Lust habt auf dieses Salzige oder auch auf gekochte Eintöpfe oder Suppen oder salzige Fleischgerichte, was auch immer, Gratins, dann heißt es ganz klar, dass ihr nicht genug Mineralien habt. Dann solltet ihr ansetzen mit morgens Selleriesaft. Dann solltet ihr generell viel Sellerie essen, weil der sehr mineralstoffreich ist, diese Mineralsalze beinhaltet. Aber auch Tomaten, getrocknete Tomaten, Mangold, einige Gemüsesorten eben, sollten erhöht werden. Und dann sollte auch der Heißhunger auf Salziges weggehen. Und so kann man da an verschiedenen Stellschrauben drehen. Da muss man natürlich wissen, was man tut. Kann ich euch auch gerne unterstützen, wenn das gerade noch ein Thema bei euch ist, Heißhunger. Also das ist wirklich leicht wegzukriegen, wenn man die Ernährung richtig einstellt. Und das können wir, wie gesagt, gerne zusammen anschauen, um da zum Erfolg zu kommen. Genau, aber das sind so die Hauptgründe. Die meisten haben entweder einen Nährstoffmangel oder sie essen einfach zu wenig. Gut, dann nächste Frage. Die höre ich tatsächlich auch oft, diese Ausrede. Und zwar ist es Käsesucht. Die meisten sagen, ich kann keine Rohkosternährung durchführen, weil ich habe diese Käsesucht und ich kann nicht ohne Käse leben. Ja klar, kannst du nicht ohne Käse leben, weil du eine verdammte Sucht hast. Also, was hilft bei einer Sucht? Völlige Abstinenz. Das ist wie beim Alkoholiker. Ihr könnt nicht erwarten, dass ein Alkoholiker trocken wird, wenn ihr ihm immer wieder einen Schnaps anbietet. Immer wieder. Dann kommt es immer wieder ins System und ihr werdet immer wieder erinnert, das Gehirn wird immer wieder darauf geschult, oh, ich brauche das, sonst drehe ich durch. Ich brauche das, sonst entwickle ich dieses Entzugserscheinungssymptom. So ist es genau bei Käse und vor allem ganz krass bei Käse, weil in der Muttermilch der Kuh ist natürlich dieses Milchprotein Casein enthalten und das ist dazu zuständig, um das Kälbchen süchtig zu machen, damit es immer wieder zurück zur Mutter kommt, um zu trinken, um das Überleben des Kälbchens zu sichern. Wieder richtig schlau von der Natur eingerichtet. Aber da wir nun mal keine Kuh sind, brauchen wir keine Kuhmilch in erster Linie und wir müssen auch nicht zum Muttertier zurück, immer wieder, um am Euter zu saugen, weil wir einfach ein Mensch sind. Und die meisten Menschen, die jetzt hier gerade zuhören, sind bereits erwachsen und sind aus dem Milchtrinkalter bereits rausgewachsen und essen ihre Nahrung, trinken keine Milch mehr. Und da sollten wir uns ganz, ganz klar machen, dass das einfach eine absurde Sache ist, sowas überhaupt zu konsumieren. Und wenn ihr das einmal verstanden habt, dass ihr keine Kuh seid, ich denke, ihr habt es schon verstanden, ihr müsst nur in den Spiegel gucken, dann werdet ihr es verstehen. Wenn ihr keine Kuh seid und auch keine Ziege und auch kein Schaf, dann macht es keinen Sinn, diese Muttermilch zu trinken. Das ist einfach völliger Blödsinn. Ich weiß nicht, wer das überhaupt erfunden hat. Es ist völliger Quatsch.
das überhaupt irgendwie in Erwägung zu ziehen. Und wie gesagt, dieses süchtig machende Casein, Milchprotein, das macht die Dinge eben nur noch schlimmer, weil ihr wirklich diese Sucht wie das Kälbchen auch entwickeln werdet. Und dann, egal ob es jetzt Milch ist, Joghurt oder Käse, im Käse ist es nochmal verstärkt, weil da eben durch diese Reifung, wochenlange Reifung, auch noch andere Stoffe entstehen. Diesen Umami-Geschmack, der auch so süchtig machend ist, das ist dieses salzige, deftige, was viele einfach als krass befriedigend empfinden und auch sehr, sehr, sehr betäubend wirkt. Also wie so ein, man kann schon fast wie so eine Käse-Trance erleben. Also das ist wirklich, das macht dem Gehirn ganz viel und es hat auch Glückshormone und es wirkt teilweise echt wie eine Droge und das ist es halt auch. Also so spüren es die Menschen auch, es ist eine Droge, von der man nicht wegkommt. Käse dauert bei allen am meisten, am längsten. Bei mir auch. Also ich war Käsesuchti, voll, volle Kanne. Ich habe über alles Käse gestreut. Wenn ich es mir heute überlege, ist es, oh, boah, ich will es gar nicht mehr, ich will mir gar nicht da, gar nicht dran erinnern. Es war richtig furchtbar. Ich habe über alles Käse gemacht. Ich habe nichts gegessen ohne Käse. Also jetzt natürlich jetzt keine Wassermelone oder so. Aber ihr versteht schon, Salate nur mit Käse. Jegliches Gemüse nur mit Käse drüber runter gegessen. Sonst konnte ich es nicht essen. Überall Käse drauf. Überall. Es war furchtbar. Es war einfach eine krasse Sucht. Und wenn ich das schaffe, davon loszukommen, dann schafft ihr das auch. Ich bin überhaupt nichts Besonderes. Das ist auch noch so eine Sache. Denkt nicht, dass ich irgendwie irgendwelche besonderen Fähigkeiten habe. Hallo Julia! Bist du auch Käsesüchtig gewesen? Ja, das ist wirklich krass. Deswegen, da hilft wirklich nur völlig von einem auf den anderen Tag das Entscheiden. Erstens im Kopf, sich klar machen, es macht keinen Sinn, Muttermilch von einer anderen Spezies zu trinken, macht keinen Sinn. Und wenn man das dann verstanden hat, dann ist es auch leichter. Jetzt nicht körperlich von den Symptomen her, weil da hat man echt immer wieder diesen Heißhunger. Aber wenn man verstanden hat, dass es keinen Sinn macht, dann hilft es auch enorm, um das wirklich durchzuziehen. Und in der Hinsicht müsst ihr wirklich durchziehen. Da müsst ihr knallhart sein mit euch selbst. Sagen, nein, das ist jetzt einfach nicht mehr mein Essen, vom Speiseplan streichen. Und dann ist der Käse weg von heute auf morgen. Und natürlich gibt es auch super tolle Alternativen heutzutage. Ihr könnt euch ja alles selber machen. Es gibt ja alles. Ihr könnt euch Cashewkäse selber machen, Mandelkäse, alles Mögliche. Also da wirklich gucken. Man kann am Anfang auch noch Hefeflocken benutzen, was ich jetzt inzwischen nicht mehr esse, nicht empfehlen würde, wenn man langfristig die Rohkost macht, weil Hefe ist auch nicht unbedingt was, was man in seinem Körper haben sollte, möchte. Aber um den Übergang zu schaffen, ist es echt hilfreich. Und dann müsst ihr mindestens, ich würde sagen, Minimum einen Monat rechnen, bis ihr weg seid von dieser Käsesucht. Und ja, dann habt ihr es halt geschafft. Da muss man einmal durch, man muss diese Schwelle überschreiten und dann kommt man auf die andere Seite. Und das ist dann auch so eine wirkliche Befreiung, weil wenn ihr keine Essenssüchte mehr habt, das ist wirklich eine Freiheit im Leben, das sage ich euch. Das fühlt sich nicht schlecht an, wenn man einfach das essen kann, was man selbst entscheidet und nicht, was der Körper dazu einen zwingt oder der Kopf einen zwingt und man es eigentlich gar nicht möchte. Das ist ein großer Punkt. Okay, dann noch eine letzte Rohkostausrede für heute. Ich habe noch mehr aufgeschrieben, aber das sprengt jetzt hier den Rahmen. Und ich muss ja noch eure Fragen beantworten. Also gehen wir zur letzten Ausrede. Und das ist, die Rohkost ist viel zu langweilig. Hallo Daniela, schön, dass du auch da bist. Ich bin es, glaube ich, immer noch. Eine Zeit lang geht es ohne. Ich arbeite dran. Ja, sehr gut. Guck, das ist schon der erste Punkt zur Besserung. Du hast es schon verstanden, du hast es erkannt. Und das ist immer der erste Schritt, das Schritt, dass man selbst erkennt, was man noch ändern muss, was man ändern will. Und bist du auf dem richtigen Weg. Finde ich gut, bist dran. Und da können wir auch gerne nochmal, kann ich auch gerne mal Rezepte teilen zu Käsealternativen und wie ich das gemacht habe am Anfang. Aber wie gesagt, man muss da einfach wirklich knallhart mit sich selbst sein. Umso schwer es ist, also ja, es ist schwer. So, naja, gut, wir werden es schaffen, wir werden es alle schaffen. Wir werden auf die andere käsefreie Seite der Welt kommen, ganz klar. Okay, was war die nächste Frage? Genau, also die nächste Ausrede. Ich kann keine Rohkosternährung umsetzen, weil das viel zu einseitig und zu langweilig ist. Ich will nicht jeden Tag nur Obst und Salat essen. Das höre ich auch ganz oft. Und dann muss man sich mal überlegen, was ist denn so ein normaler Mensch? So am Tag. Also die meisten stehen auf, haben ihren Kaffee morgens, haben ein Brötchen. Dann gehen sie zur Arbeit, haben da in der Kantine irgendein totgekochtes Mittagessen, vielleicht Reis mit Hühnchen oder kleine Gemüsebeilage, kleine Salatbeilage. Und dann abends machen sie sich irgendwie eine Tiefkühlpizza.
Und dann am nächsten Tag fängt das Spiel von vorne an. Dann essen sie wieder Kaffee morgens erstmal, essen sie vielleicht ein Toastbrot statt ein Brötchen. Und dann geht es wieder in die Kantine und abends vielleicht statt einer Pizza ein Nudelgericht mit Tomatensauce. Und es sind im Prinzip immer die gleichen Lebensmittel. Es ist Getreide, es sind tote Tiere dabei und es ist ganz viel Fett dabei. Butter, Milch, Öle und es ist Zucker dabei bei den meisten. Marmelade auf dem Brötchen, Zucker sowieso überall drin. Das sind so die Dinge, von denen sich die Menschheit ernährt. Und da ist die Variation wirklich nicht groß. Es ist nur so verpackt. Vielleicht mal ist das Getreide in der Form von Burger verpackt oder das Fleisch ist in der Form von einem Burger verpackt. Am anderen Tag ist es verpackt auf einer Pizza, aber es ist trotzdem Getreide und Fleisch und Fett. Und dann ist es vielleicht verpackt in Muffin, aber es ist trotzdem Getreide und Zucker. Also es sind immer nur diese ein paar Lebensmittel, die man wirklich an einer Hand abzählen kann. Und dann denken die Leute, sie essen sehr, sehr abwechslungsreich jeden Tag was anderes. Einmal Burger, einmal Pommes, einmal Pizza. Aber im Grunde ist es immer das Gleiche. Immer der gleiche Dreck, der nicht in den Körper rein sollte. Und bei uns Rohköstlern ist es ja genau anders. Wir haben eine riesen Lebensmittelpalette, von der wir wählen können. Wir müssen nicht jeden Tag das Gleiche essen. Wir können einmal einen Salat machen mit Karotten. Wir können am nächsten Tag einen Salat machen mit Gurken und Paprika. Wir können am nächsten Tag einen Salat machen mit Spargel und Blumenkohl. Wir können am nächsten Tag einen Salat machen mit Artischocken und was weiß ich, was, Zucchini. Wisst ihr, wir haben so viele natürliche Lebensmittel, die wir abwechseln können täglich. Und es würde nicht mal ein ganzes Menschenleben ausreichen, dass wir alle Obst- und Gemüsesorten, die auf dieser Welt existieren, rotieren können, ausprobieren können. Alleine wie viele Apfelsorten es auf dieser Welt gibt, alleine wie viele Mangosorten es gibt. Wir haben gar nicht die Chance, in unserem einen Menschenleben, in dem wir hier sind auf der Welt, alles zu probieren, was es überhaupt gibt. Die ganze Vielfalt von pflanzlichen Lebensmitteln ist so enorm groß, dass wir so viel Abwechslung haben, dass das wirklich keine Ausrede ist. Also tut mir leid. Wenn ihr da sagt, euch ist es zu langweilig, dann schaut mal hin, was ihr alles noch nicht gegessen habt. Und dann werdet ihr staunen und sagen, oh ja, stimmt, das habe ich noch nie in meinem Leben probiert. Oder dieses Gemüse, dieses Obst habe ich noch nie in meinem Leben gegessen. Okay, kann ich mal probieren. Und da wollte ich euch auch ermutigen, wenn euch das irgendwie langweilig vorkommt oder so, dann auch mal nach rechts und links zu schauen und nicht nur immer in den Supermarkt zu gehen. Und mir passiert das auch. Ich gehe immer in den Supermarkt, ich kaufe so, man hat so seine Gewohnheit, man hat so seine Dinge, die man immer wieder kauft. Aber wenn man auch mal schaut, was gibt es denn eigentlich, was ich eigentlich nie kaufe, dann kann man auch mal gucken, okay, heute gibt es vielleicht mal eine Passionsfrucht. Die mache ich jetzt mal in meinen Einkaufswagen, weil sonst kaufe ich immer nur Äpfel oder sowas, ja. Oder mal schauen bei Gemüsesorten, was gibt es denn, was ich so im Alltag eigentlich selten esse. Vielleicht auch mal auf den Markt gehen und gucken, okay, was habe ich noch nie probiert. Und dann auch mal ausprobieren, rumprobieren. Und dann ist es wirklich nicht langweilig, erstens. Und dann gibt es ja auch noch die Möglichkeit, innerhalb der Zubereitung zu spielen, auszuprobieren. Ein Salat ist ja nicht ein Salat. Ich weiß nicht, wie viele tausend Millionen Salatvariationen ihr machen könnt. Wie viel Dressings ihr machen könnt. Ihr könnt fruchtbasierte Dressings machen. Ihr könnt fettbasierte Dressings mit Nüssen und Samen machen. Ihr könnt Dressings mit Avocado machen, mit. Heute hatte ich ein Dressing aus Erbsen, tiefgekühlte rohe Erbsen einfach, püriert mit ein bisschen Zitrone, getrocknete Tomaten, was hatte ich noch drin? Muskat, Knoblauchpulver und Zitronenschale, ein bisschen. Super lecker, super cremig, ohne irgendwelche Fette zugesetzt. Und so kann man jeden Tag völlige Abwechslung haben. Dann mache ich mir morgen vielleicht ein Dressing aus Mango und Tomate. Dann mache ich mir am nächsten Tag vielleicht mal ein fettbasiertes Dressing mit Hanfsamen und Paprika. Und so schmeckt mein Salat jeden Tag anders. Und ich kann ja auch mit den Texturen spielen. Ich kann an einem Tag zum Beispiel Nudeln machen, Nudelsalat aus Zucchini, spiralisierte Zucchini. Ich kann am nächsten Tag mein Gemüse klein schneiden in kleine Stücke. Ich kann am nächsten Tag es ganz, ganz klein häckseln. Dann ist es eher wie so ein cremiger Gemüsesalat. Rote Beete geraspelt, Karotten geraspelt, dann kann ich mir wie so eine Art Suppe machen, indem ich Gemüse, zum Beispiel auch Tiefkühlerbsen, Karotten, Sellerie, was auch immer, Blumenkohl, vielleicht auch über Nacht einfriere, dann am nächsten Morgen wieder auftaue, dann kriegt es fast wie so eine gekochte Konsistenz und dann mixe ich mir eine Soße aus Hanfsamen und Tomaten zum Beispiel, mache das über das Gemüse, vermische das, dann ist es wie eine Suppe, die man, oder wie so ein Eintopf, den man essen kann. Und so wird es wirklich nie langweilig, deswegen plane ich ja auch unsere App, wo wir dann wirklich so viele Rezepte haben, da kann mir keiner mehr kommen. Rohkost ist zu langweilig, also wirklich. Und, aber, das muss auch gesagt sein, umso länger ihr euch mit der rohen Ernährung beschäftigt, umso länger ihr dabei seid,
umso einfacher werden eure Mahlzeiten wieder ausfallen. Das habe ich erlebt und das habe ich mit ganz vielen Rohköstlern schon besprochen, die das schon über Jahre machen. Alle sagen, ja, am Anfang ist man noch so, man braucht diese Abwechslung, man will noch so seine gekochten Mahlzeiten irgendwie ersetzen. Und dann aber umso länger man das macht, umso mehr lernt man die Einfachheit zu schätzen. Wenn ich jetzt wählen müsste zwischen einem Obstsalat mit Passionsfrucht und Mango und Kiwi und Banane und Ananas und Orangen oder zwischen einer Monomahlzeit nur eine schöne, saftige Melone. Ich würde mich jedes Mal nur für die Melone entscheiden, weil mich das viel mehr sättigt, viel mehr befriedigt, wie diese ganze Mischmasch-Geschichten. Irgendwann möchte man das nicht mehr. Da ist man wirklich mit einfachen Mahlzeiten zufrieden. Aber für die Umstellung ist es wichtig, dass man die Abwechslung hat, dass man eben noch so das Gefühl hat, wie man es bei der gekochten Ernährungsform hatte. Weil wir Menschen sind halt mal Gewohnheitsmenschen. Wir können nicht alles von heute auf morgen sofort umprogrammieren im Kopf. Das geht nicht, soll auch gar nicht sein. Immer Schritt für Schritt. Und irgendwann, wenn wir ans Ziel kommen, ist ganz egal, wie lange es dauert. Wer macht euch denn den Stress? Macht euch ja selbst bitte keinen Stress, weil der Stress ist immer schlimmer als alles andere. Und ihr solltet immer entspannt mit der ganzen Sache umgehen. Ich weiß, manchmal stresst man sich da echt rein und möchte von heute auf morgen an einem bestimmten Ziel angekommen sein, weil man jetzt den und den anschaut im Internet oder der und der das schon so und so lange macht, lebt jetzt gerade so, ernährt sich gerade so. Aber dann vergisst man oftmals, wie der dort an diesen Punkt gekommen ist. Wenn ihr jetzt mich seht, eine Monomahlzeit essen, das heißt nicht, dass ich vor 5 Jahren in der Lage war, mich mit einer Monomahlzeit gesättigt und voll zu fühlen. Ich hatte einen Weg, den ich gegangen bin, um dorthin zu kommen. Und den dürft ihr nicht vergessen. Und es ist ganz egal, ob ihr jetzt gerade auf diesem Weg seid, ob ihr noch nicht angekommen seid, ob ihr noch ganz am Anfang seid, in der Mitte seid. Es ist ganz egal. Es ist euer Weg und den müsst ihr gehen. Und da gibt es kein Falsch, kein Richtig. Es ist einfach ein Prozess, den ihr gerade durchlauft. Und da braucht man sich keinen Stress machen. Das dauert so lange, wie es dauert. Gut, in dem Sinne wollte ich den Stress noch ein bisschen rausnehmen. Und jetzt komme ich noch zu euren Fragen. Du möchtest, dass auch deine Frage beantwortet wird, dann nimm an unseren wöchentlichen Livestreams teil. Werde Teil von Nourished, unsere private Community.